genau. Hier, wie gesagt, ein bisschen irreführend. Entweder Taste A oder Taste B. Es ist spät. Hier sehen wir noch der Weltrekord 9,86. Ist der noch aktuell? Nein, der liegt jetzt bei. Was haben wir gesagt? Ich hab's schon wieder vergessen. 9,58 von gehalten von Usain Bolt. Sehr gut. Oh, bin ich gut oder was? Von im August 2009. Ich habe mir nämlich mal den Weltrekord bei denen rausgeschrieben. Sehr gut. Und bei den Frauen sind wir dabei 10,49. Ah ja, okay. Der ist allerdings schon aus dem Juli 88. Wow, okay. Nicht geschlagen seitdem. Nee. Krass. Okay, genau. Steuerkreuz wird nicht benutzt. Das heißt, jetzt geht's darum. Ich glaube, ich gucke auf meinen. Guck auf deinen. Also ich bin der untere, Kevin ist der obere. Und der Kevin kann diese Disziplin deutlich besser als ich. Ich kann es auf meinen kaputten Daumen schieben. Ja, ich dann ja mit Zeigefinger. Das war langsam dieses Mal. Wir hatten schon knapp an die 10 Sekunden. Das stimmt, ja. Ja, war zum Warmwerden, okay. Ja, one player lost, two player won natürlich, das könnt ihr jetzt nicht sehen hier. Ja. Aber das macht ja nichts. Ich glaube, du musst jetzt weiter. Ja, ich hab jetzt gedrückt, genau. Ja. Das finde ich auch sehr schön, eine Übersicht. Strich für verloren, Kreis für gewonnen und es blinkt dann oben, jetzt der zweite Spieler. Genau. Und es geht zur nächsten Disziplin. Genau, jetzt darfst du aussuchen. Genau, und das ist nämlich das Verwirrende, was mich manchmal... Bei dir steht jetzt nicht, wer auswählen darf. Bei mir steht aber dann zwei Player 2 drin. Genau. Das hat mich letztes Mal irritiert. Genau. Wir machen einfach weiter von oben runter, wenn wir mal den Weitsprung. Genau. Ja. Genau, und auch hier wieder jetzt mit einer der Tasten Daddel und mit dem Steuerkreuz, egal in welche Richtung, bestimmt man den Absprungwinkel. Mhm. Den darf man natürlich nicht zu hoch machen, weil dann springt er quasi auf der Stelle. Ja. Ich glaube, 45 Grad ist der... Ja. Der Optimum. Der Weltrekord stimmt sogar noch. Ja, 8,95? Ja. Krass. Mike Powell, August 91. Von wann war das Spiel? 92. Ja, kommt hin, ja. Könnte stimmen, ja. Ja. Cool. Du musst weiter. Ja, Entschuldigung. Morgen! So. Du zuerst, bist dran. Zuerst muss ich. Also, möglichst. Schön Schwung holen. Genau. Und zack. 42 Grad, das könnte ganz gut sein. Gut. 7 Meter irgendwas. Ja. 7 Meter 2, ja. Ja. War gut. Und Kevin ist dran. Sowas von dran. Ah, verschenkt und viel zu hoch. Ja, und jetzt seht ihr, was passiert, wenn man an 72 Grad Genau deswegen schwimmt. Wollte ich es mal zeigen. Nein Gott, ich habe einfach verrafft, wieder loszulassen. So, ich lege meinen Controller jetzt auch einfach hin. Das scheint ganz gut zu sein. Mhm, super, 4,35 Meter springt das. Ich finde, man kann schon ein bisschen besser, wenn er auf dem Tisch liegt. Genau, du hast ein bisschen besseres Handling. Oh, du hast den Balken aber auch super getroffen. Wenn der jetzt im Winkel noch ein bisschen besser gewesen wäre. Ich hätte wieder die 45 Grad. Wobei, mit der Handbewegung würde ich aufpassen, ja? Ich habe mir jetzt ein Pflaster drauf gemacht. Ja, das ist nicht ganz so schlimm. Das stimmt. Wieder zu spät Grad losgelassen. Ist, ja, 61 Grad ist ein bisschen viel. Weißt du, was das war? Ich habe mich gefreut, dass ich einen Balken da so, ja, ich habe einen Balken getroffen. Ah, ich muss ja loslassen, verdammt. Na, wie ein Pferd läuft an. Ich weiß gar nicht, was dieser. Oh, das war fast. Er war übertreten, glaube ich. Ja, da zeigt oben schon den. Nee, oh, erzähl 631. Noch. Hast du aber gut getroffen dann. Wenn ihr so ein Pferdegeräusch jetzt gerade hört. Das ist nicht von mir. Ich sage nur, wartet auf die nächsten Outtakes. Und das ist er! Das ist er! Nein! Gut. Aber knapp. Und wer wissen will, warum das lustig ist, der kann sich auch die aktuellste Folge der Outtakes angucken. So, 7,02 Meter mehr waren nicht drin heute bei uns. Ja. Aber knapper Wettbewerb. Mhm. Ja. 4 cm? Ja. Ja. Und keiner hat übertreten. Das ist besser als beim ersten Mal, als wir das Spiel zusammen das gespielt stimmt. haben. Und du musst schon wieder weiterdrücken. Das habe ich mir auch gerade gedacht, wo es nicht weiterging. Ich finde das schön, die kleinen animierten Menschen, ja, die du davor siehst. Auf jeden Fall. Das Laufen und Weitspringen einfach darstellt. Ja. Die Thumbnails sozusagen. Ja, danke. Genau, jetzt haben beide geblinkt, das heißt Gleichstand. Ja, genau. Das ist ein Hammer. So, Hammer werfen. Gar nicht so einfach. Genau, das heißt, wir drehen uns jetzt quasi mit AB.
oder beziehungsweise ja wieder nur mit einer der beiden Tasten. Und dann im richtigen Moment, wenn wir außerhalb des Käfigs quasi auf der rechten Seite sind, dann müssen wir das Ganze loslassen und hier können wir zwei Umdrehungen machen. Also dieses Schwingen zählt also genau. Zwei und raus damit. Ja, bisschen Grad. Flach. Bisschen sehr flach. Ich habe mich eher darauf konzentriert, aus dem Käfig rauszukommen. Weltrekord ist auch nicht mehr aktuell, der da eingeblendet wird, weil der liegt aktuell bei 86,74 habe ich. Wobei der angeblich seit 86 zählen sollte. Vielleicht habe ich dann auch... Oder es wird falsch hier ins Spiel eingetragen. Das kann auch sein. Zu viel. Ja, fast zu viel. Zu viel, ja. Aber schön animiert, dass die Kugel durchs Display oben fliegt. Ja, ne? Super. Ja, du bist ein Tick weiter noch als ich. Deiner war zu flach. Oh, doch. Nee, du bist doch weiter. Oh, hätte ich gerade gedacht. Ein paar Zentimeter. Deiner war zu flach ein bisschen. Meiner war zu viel Winkel. Also so ein Mittelding davon müsste. Ich glaube, da sind wir wieder bei den 45 Grad. So rum liegst du wirklich, glaube ich, ganz gut. Ja, das war verkackt quasi. Ne? Das ist zu spät. Ist richtig. Das war zu früh. Wir müssen ja mal alles zeigen. Ich bin froh, dass ich beim ersten Mal ausrückt habe. Ich habe sonst das Ding nur in die Maschen geworfen hier. Ja, ist auch wieder zu flach. Aber er könnte ein bisschen weiter gehen. Ja, sehr schön. Ja, immerhin. Fast 50. Fast 60. Ja. Haben wir 10 Meter gesteigert. Ja. Ich vor der Pfeife schon daddeln hier. Natürlich, hol schon mal Schwung. Und der könnte sehr gut werden. Die Soundeffekte, ne? Er könnte aber auch richtig scheiße werden. Könnte auch richtig scheiße werden. Ja, ich habe auch gedacht, er wäre eigentlich ganz gut, aber... Naja, gut. Also grafisch und von der Animation, toll. Für ein Gameboy-Spiel. Ganz klasse. Also wie gesagt, wieder hohe Qualität von Konami hier auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Ja, 2-1. Ja. War das letzte Mal auch immer relativ ausgeglichen bis zum Schluss. Das stimmt, ja. Zum Beispiel mit einer Disziplin, glaube ich, gewonnen. Ja, ne? Ich glaube auch. Wobei, ich glaube, dann war es irgendwie, ich glaube, ich habe die erste gewonnen, dann hast du irgendwie 4 in Folge gewonnen, dann ich wieder 4 in Folge und dann hast du, glaube ich, die letzte. Irgendwer sowas war gewesen. Du musst wieder. Es liegt so nahe, dass es diesmal auch wieder so weitergeht. Genau. So, Kevin darf auswählen. Wir machen den. Oh ja, in der bist du auf jeden Fall wieder besser als ich. 110 Meter Hürden. Schauen wir mal. Denn hier geht es wieder darum, möglichst schnell zu rennen und im richtigen Moment abzuspringen. Letztes Mal weiß ich, dass ich verloren habe, weil ich dauernd gegen die Hürden gerannt bin, gell? Weißt du denn, was ich gesagt habe? Sag's ruhig nochmal. Das ist gemein. Also, tut mir leid, wenn ich jemanden will. Was ist das? Italiener beim Hürdenlaufen. So, start mal besser. Entschuldigung an alle Italiener. Schreibt's in die Kommentare. Das war ein Fehlstart eigentlich, oder? Nein, der war perfekt. Ich hätte jetzt gesagt, Kevin ist zu früh los. Hätte ich auch gesagt. Deswegen bin ich eigentlich etwa besser als du hier. Ja, was ist denn hier los? Ich bin zweimal in die Hürden getreten jetzt, wo du gesagt hast, ich hätte einen Fehlstart. Das gibt's doch nicht. Ich bin besser als der Kevin. Ja, weißt du warum? Wenn man stumpf draufhalten muss, das sind meine Spiele. Wenn ich irgendwas machen muss dabei, dann ist das nichts für mich. Lass mal den Weltrekord vergleichen. Wo war er? 12,92 angeblich. 12,80. Aber von 2012 auch, deswegen. Ah ja. Ist ja aktualisiert jetzt. So. 3-1 inzwischen. Ja. Jetzt gucken wir wahrscheinlich Stabhochsprung, da gewinnst du auch wieder. Dann haben wir wieder das gleiche Ergebnis wie das letzte Mal. Das würde ich nicht sagen. Du bist mit Stabhochsprung auch nicht so schlecht gewesen. Ja, mal gucken. Ich glaube, du musst diesmal. Ah. Ja. Nee, Speerwurf ist erstmal. Javelin Toe. Throw, nicht Toe. Genau, im Prinzip das gleiche. Ja. Anlauf nehmen und im richtigen Moment mit dem entsprechenden Winkel dann werfen. Danke, ich wollte den Satz auch noch beenden, aber. Und. Kommt nicht ganz am Weltrekord ran. Aber. Für den ersten nicht schlecht. Ja, 71 oder irgendwas. 70,8. Ja. Gut. Ist okay. Weltrekord ist nicht ganz aktuell. Der liegt aktuell bei 98,48. Gehalten von Jan Cielechny. Kennst du, gell? Kennst du? Total. Ja.
Tscheche. Wer kennt ihn nicht? Das war sehr weit hinten. Ja, zu viel Sicherheit, zu wenig Risiko. Aber dafür war er gut. Dafür bist du weiter gekommen als ich, mein lieber Mann. Verdammt! Du hast aber mehr Anlauf eigentlich dann gehabt, weil vom Winkel her waren wir fast gleich, glaube ich, ja, oder? Ja, vom Winkel waren wir ähnlich. Wenn du mal in echten Speerwerfen guckst, die werfen sich auch mit dem kompletten Körper nach vorne. Oh, übertreten. Darf er betreten, ja. Die werfen sich wirklich mit dem kompletten Körper nach vorne. Das heißt, die werfen wirklich da los, wo ich eben losgeworfen habe, um quasi nach vorne noch zu fallen, um diesen Schwung noch mitzunehmen. Aber auch die Animationen sind ganz toll. Von Super. Dem Speer, weil dieses nach hinten nochmal ausholen und dann werfen. Ah, schade. Richtig gut. Aber trotzdem weiter als dein erster auch. Mhm. Ich habe noch mal weiter als mein Foul. Ich habe ja noch mal geguckt nach den Zehnkampfdisziplinen, die wir besprochen hatten. Ja. Also Zehnkampf sind 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen 400 Meter. Ich will dich eigentlich nur ablenken, hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich aber keinen Winkel. Nee. Du hast mich abgelenkt, ich habe nämlich keinen Winkel mehr richtig eingestellt. Also nochmal, Zehnkampf ist 100 Meter Weitsprung, Kugelstoßen 400 Meter und am zweiten Tag dann 110 Meter Hürden, Diskus, Stabhochsprung, Speerwurf und 1500 Meter. Ah ja, okay. So, dann haben wir nochmal Weltrekord raus. Ne? Oh Gott, wird er schön auf die Kacke gehauen hier. Mach mal. Nee, Weltrekord wird es nicht, aber ich glaube, ich gewinne diesmal. Das denke ich aber auch. Boah, schönes Ding. Sehr gut, 78, irgendwas, 79 sogar. Ja, sehr gut. Ja, so gefällt mir das schon besser. So, weiter geht's. Halbzeit sozusagen jetzt mit der Disziplin. Bergfest. Bergfest, genau. Wo sind wir? Da. Oh Gott, Gewicht heben. Okay. Das ist gar nicht so einfach, weil man muss jetzt quasi mit B oder A Power aufbauen und dann im richtigen Moment, wenn es heißt ab, mit dem Steuerkreuz noch nach tippen. Oben drücken, ja. Und beim letzten wird es schon deutlich schwerer und dann aber dauernd durchdaddeln, bis die Lampe fertig ist. Leuchtet bei dir dann. Genau. Ja, mal gucken, wie lange du brauchst, bis du es merkst. Ja. Ja. Also, hier können wir erstmal das Gewicht wählen. Ich nehme direkt mal 110, damit es Spaß macht. Da habt ihr kurz gesehen, sobald es abkommt, muss er quasi mit dem Steuerkreuz nach oben drücken. Müsst ihr mal gucken, dass er über diesen Balken seid, der anzeigt, und warten, bis diese drei Lampen leuchten. Und geschafft. Dann hat er es geschafft. Ja. Ach, wollen wir direkt besser werden als ich, ja? Natürlich. Auch hier die Animationen echt super gemacht. Klar sein. Du darfst nicht zu früh hochdrücken, weil er, sobald er unter diese Pfeil Dings kommt, ich war einmal geht kurz er drunter. Deutlich, geht er sofort runter, ja. Oh, komm schon! Ja, naja, schaffst es. Sehr gut. Aber krass, so sehr ey, gut. Alter. Ja, dann muss ich jetzt eigentlich schon nachlegen dann. Du hast die anderen noch nicht mal geschafft. Ja, aber ich muss ja trotzdem was machen langsam. Komm Kevin, gib alles! Ja, hoch! Und weiter, 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 weiter! Sauber! Sehr gut! Katsching! Jetzt muss ich ja noch da drüber. Jetzt musst du es da drüber, ja. Okay. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher. Das finde ich auch sehr geil gemacht. Je höher man das macht, ja, desto mehr. Das ist super. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er zusammenzählt oder ob das beste Gewicht einfach nur zählt in dem Fall. Das weiß ich auch nicht. Da war ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Deswegen sage ich, ich muss irgendwas machen. Wobei die ersten zwei selbst mit 135 hier jetzt deutlich einfach gehen. Also das eigentlich Schwierigste ist hier der letzte. Ja, ja. Auf jeden Fall. Sauber. Mal schön was hingelegt. Dann muss ich mit der 140 jetzt versuchen. Die wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Atme durch. Gucken, dass das Kabel noch drin bleibt, sonst ist es gleich vorbei. Müssen wir die Aufnahme nochmal starten. Stoppen. Auf geht's.
Ja, ja, jetzt. Oh, Mama Mia! Sehr gut. Wenn du einmal aus dem Rhythmus raus bist, ist es aber auch schwierig, dann wieder reinzukommen. Handtuch? Nee, geht noch. Aber siehst du, ich musste auf jeden Fall drüber gehen, ja, um das Ding wirklich zu gewinnen. Und du hast gewonnen, ja. Und es zählt die höchste. Und ich bin mir nicht sicher, wenn wir jetzt beide bei 135 gewesen wären, weil ich habe ja meinen ersten gerissen, ob du da nicht gewonnen hättest. Wahrscheinlich, deswegen, weil ich mehr geschafft habe. Genau, deswegen bin ich auf Nummer sicher gegangen, 5 Kilo mehr genommen. Ja. Guter Mann. Das heißt, da kann man ja sogar so ein bisschen pokern, wenn man jetzt nur so hohes Gewicht stemmt, wo der andere sagt, so, boah, das schaffe ich im Leben nicht. Auf jeden Fall. Also Gleichstand.